Oh mein Gott, Bro, ich bin so gespannt. Bro, Leute, ich es ist auch. endlich soweit, das Sonnenrelikt wird aktiviert. Ey, noch 20 Sekunden. Okay. Bro, was passiert aber jetzt? Was passiert jetzt? Ich habe keine Ahnung, Brudi. Das ist doch mein Zuhause. Was geht ab, meine lieben Freunde? Und willkommen zu einer weiteren Episode. Freunde, die Sonnenfestung ist endlich fertig und somit können wir endlich das Sonnenrelikt aktivieren. Und somit auch komplett die Burg fertig und dann das letzte Tor öffnen. Freunde, wir haben so lange dafür gearbeitet. Wir sind jetzt seit 2 Monaten dabei, diese Festung fertig zu machen. Und Sitashi und ich haben jetzt wirklich die letzten Wochen so viel geackert dafür. Stace und Pista haben jetzt auch ein bisschen mitgeholfen wieder am Ende. Und jetzt endlich sind wir fertig. Diese Folge wird so spannend, Freunde. Wirklich, die Sonnenkrieger-Story ist so krass. Gönnt auf Ehre ein Abo, ein Like, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesen krassen Folgen. Let's go! Leute, Leute, Leute. Ich bin so glücklich, dass ich euch jetzt eine Sache übertrieben krass präsentieren darf. Und zwar die Sonnenfestung. Denn die Sonnenfestung ist komplett fertig, liebe Freunde. Wir haben es jetzt endlich gemacht. Ich weiß nicht, ob Sitashi da ist, weil ich will das am liebsten mit Sitashi zeigen. Ich schreibe ihm mal jetzt eine Nachricht. Bro, komm zum Eingang. Lass uns die Tour zusammen machen. So, ich bin so gespannt. Also wie gesagt, es ist einfach so, so geil geworden. Natürlich gibt es die ein oder anderen Sachen, die ihr schon kennt. Ne? Wir zeigen ja täglich die Sonnenfestung. Aber hauptsächlich gibt es ganz, ganz viele neue Details. Und ich bin mir auch sicher, dass wir jetzt endlich das ganze Ding zu 100% fertig haben, denn... Ey, zieht ein Touch on the Brush! Ich komme! Wo bist du? Wo bist du? Hab nichts angeschaut. Bro, ich habe gerade meinen Zuschauer erzählt, dass wir jetzt die letzten Tage und auch die Nacht jetzt hier durchgehasselt haben für die Sache. Bro, das war echt krass, sagt er ehrlich. Rudi, aber wir haben es gepackt und ich sag dir ehrlich, bist du bereit, den Zuschauern zu zeigen, was sie gemacht haben? Ich bin bereit, Bro! Let's go! Willkommen zur Sonnenfestung! Oh. Boah, Bro, Leute, also wirklich, es ist so crazy geworden. Also ich würde sagen, wir gucken erstmal da oben hin, da steht fett liken, also an alle Leute an dieser Stelle ein fettes Like und Abo dalassen, Freunde. Sitashi und ich wollen die 100k erreichen und ihr dürft nicht vergessen, ich brauche nur noch 13.000 Abonnenten. Dementsprechend jetzt abonnieren, Leute, nicht vergessen. Komm, wir fangen mit der Seite an, die haben wir noch gar nicht gezeigt. Okay. Liebe Freunde, was wir jetzt hier neu haben, wir haben hier einen Brunnen, wir haben so eine coole Chill-Ecke hier gemacht mit Brunnen. Mit Bücherregal, ey, das sieht echt so geil aus. So parkmäßig, Bro, richtig nice, sag ich dir ehrlich. Und nochmal schön, dann hier unsere 2 Statuen haben wir auch noch hingeballert. Die haben wir natürlich auch hier am Anfang gemacht. Und jetzt, hier, viele haben sich gefragt, was ist eigentlich hier in der Mitte, Leute. Hier in der Mitte haben wir unser Lagerraum. Guckt euch, oh mein Gott, sieht so geil aus. Richtig nice von Kian gebaut, Leute. Dankeschön. Ey, das sieht wirklich Baba aus, sag ich ehrlich. Ich finde auch so, das gibt voll geile Vibes. Dann haben wir hier unsere Werkbänke, alles, was wir benötigen, Amboss etc. Ne, dann geht's hier auch schon weiter, Freunde. Hier haben wir dann einen umgekehrten Baum. Ich habe keine Ahnung, wer das gemacht hat. Das war ich, Bro. Das sieht, war aber, echt, das sieht ist auch cool. Richtig geil aus. Unser Therapieraum ist weiterhin gleich geblieben, Leute. Weil wir wollten den eigentlich ändern, aber wir dachten uns, ey, den lassen wir genauso als Änderung. Aquarium haben wir auch natürlich jetzt hier richtig crazy. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wo die Fische sind, Digga. Wir haben so viele... Bruder, ich habe so viele Fische gefarmt, ne? Die sterben gefühlt, ne? Wir haben ja... Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir haben wieder 2 Delfine hier hochgeholt. Ne? Aber so warum? Richtig schwer und sind wieder tot. Wir wissen nicht, wie. Dann haben wir hier auch noch so eine Chill-Ecke gemacht hier, um wenn wir entspannen wollen und hier ein bisschen Aquarium gucken sollen. Guck, wie geil das aussieht. Aber warum sind die tot? Bro, frag mich nicht. Am Ende so Stace ist gekommen, hat die getötet, Bro, wie Stace. Ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, dann Stace-Raum habe ich euch ja schon gezeigt. Da ist da oben links. Hier haben wir jetzt eine Neuheit hingemacht. Und zwar haben wir ja hier Pishtas-Raum. Aber Pishtas-Raum wurde hier blockiert. Vorher war hier ein Eingang, den haben wir jetzt weggemacht. Das heißt, hier hat Pishtas seinen Raum. Und wenn wir jetzt von der anderen Seite dahin gehen, komm mit, Sitashi. Hey, ich komme. Das heißt, wenn wir hier von der anderen Seite hingehen, haben wir natürlich hier unseren schönen Baum. Und hier einen weiteren Treppeneingang, beziehungsweise ein krasses Treppenhaus, sage ich mal jetzt einfach. So, und dieses Treppenhaus führt natürlich jetzt hier auch weiter. Oh, Bro, was denn hier? Oh. Hier kann man einfach mal rumschauen, Bro. Das ist eigentlich gut. Du musst dir vorstellen, das habe ich so gemacht, auch noch, weil du musst dir vorstellen, wenn jetzt Gegner kommen, dass man hier von oben nach unten schauen kann, zur Not. Ich glaube, das hast du gerade gut gerettet. Auf jeden Fall haben wir dann hier einen Eingang, der weitergeht, Freunde. Wir haben hier einen Eingang, der hier ins Hof führt und natürlich den Treppen, das Treppenhaus nach oben. Dann wieder einen weiteren Eingang und hier natürlich den Tower. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind gerade hier im rechten Tower. So, gegenüber von Sitashis Haus. Dann, wenn wir hier runter gehen, Freunde, guckt mal.
Das ist jetzt auch Neuheit bei uns. Das hier wurde auch hier fertig gemacht. Und zwar haben wir hier einen richtig krassen Chillroom. Bam, Digga! Bruder, der ist so entspannt. Also hier sage ich ehrlich, hier kann man... Ey, hinter dir ist ein richtiger Regenloser. Du darfst hier nicht rein. So, hier sieht es auch... Willkommen im Chillroom. Hier sieht es auch richtig geil aus hier. Wirklich, hier kann man auch wirklich chillen. Also das haben wir auch gemacht. Das ist Baba, aber hier sind keine Fenster. Kein Problem. Ey, Bruder, wo kommen die ganzen... Ey, Digga. Bruder, ist auch egal. Auf jeden Fall, Zitage, komm, wir gucken. Deins, oh, bei dir ist auch Full House, ne? Also wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Bro. Digga, weißt du, was wir eigentlich machen müssen? Ja, was denn? Komm mal kurz her. Wo bist du? Bruder, wir haben jetzt eigentlich alles wirklich provisorisch fertig. Natürlich fehlen halt noch so einzelne, aber jeder Raum hat wirklich trotzdem eine Dekoration und auch alles. Ja. So, provisorisch sind wir fertig. Natürlich gibt es noch kleine Feinheiten, wie vielleicht, wenn da eine Wand noch so ein kleines Loch hat oder so. Ja. Das kriegen wir aber hin. Aber hauptsächlich sind wir fertig, Leute. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das ist geisteskrank geworden. Wir müssen mal ins Log gehen, Brudi. Du warst da noch gar nicht, oder? Wie bitte? Was hast du gesagt? Wir müssen mal ins Log. Kennst du das Log? Da, wo steht, wie viel das Prozent Log? Wir sind und sowas? Nee, da war ich noch nie, Bro. Warte mal, Pisch, da hat irgendwas gesagt. Theoretisch kann man da eigentlich nur zusammen, wenn alle vier da sind. Aber irgendwie, keine Ahnung, Stace kommt eh nicht mehr. Deshalb, komm mal hier zum Sonnenpunkt. Ja. Und jetzt sagen wir gleichzeitig, ich liebe die Sonne, okay? Gleichzeitig. Okay. 3, 2, 1. Ich liebe die Sonne. Die Sonne. Wait. Hä? Bro. Oha. Willkommen im Logbuch von den Sonnenkriegern, Bruder. Und zwar dieser Ort, dass du kurz verstehst, hier ist ein Buch drin, was unsere, sozusagen unsere Fortschritte einspeichert. Verstehst du? Alles, was mit den Sonnenkriegern zu tun hat. Und wenn wir jetzt hierher kommen... Oh mein Gott, Bro, wir haben Festung 100%. Wir haben Festung 100%. Okay, warte, lass von Anfang... Oh mein Gott, ich habe das direkt gelesen. Geil. Bro, wir haben es geschafft. Warte mal kurz. Ja. Sonnengott gefallen. Ne, Massau. König, Kianis, Königin, Zitashi, Bruder. Krass, guck mal, da steht einfach dein Name. Springer gefallen und das ist Tobi. Läufer, Pischter. Turm, Stace, Bauer aufgestiegen. Ah, okay, ich verstehe. Das heißt, du wurdest aufgestiegen. Okay. Heavy. Nice, ja. Reliktgewinnung 77%. Das bedeutet, wir haben noch so irgendwo 23% Relikte liegen. Irgendwo auf der Welt, die wir halt noch herausfinden müssen. Das ist auf jeden Fall crazy. Festung haben wir zu 100%. Sonnendrache ist ungezähmt. Wir haben den Sonnendrachen immer noch nicht. Tore haben wir schon 2 geöffnet. Sonnentore alle 3. Besiegte Höllenkrieger 2? Bro, ich habe keinen Höllenkrieger besiegt. Ach so, ja doch, da war was. Wie war was? Hast du die gekillt oder was? Ich hab Snoopy und Steinchen mit Trian zusammen getötet eines Tages. Die haben ein bisschen Stress gemacht. Und dann dachten wir, komm, wir packen. Deswegen hatten die auch keinen Loot mehr. Die haben all ihr Loot wegen uns verloren. Okay, das wusste ich nicht, Digga. Also Retalk, das wusste ich nicht. Aber ich wusste nicht, dass das wichtig ist hierfür. Aber ist gut. Egal, wo die Hauptsache, ich sag dir ehrlich, Hauptsache, wir haben jetzt 100%. Das ist doch das Geilste. Ja, und warte mal. Was es denn? Ist 100%. Warte mal. Ich muss... Bro, es ist 11.58 Uhr, ne? Ist nicht um 12 Uhr dieses... Bro, also, du hast recht, müssen wir nicht da auf stehen? Auf drei, ich liebe die Sonne, okay? 1, 2, 3. Ich liebe die Sonne. Bro, mein Gott. Warte. Ich brauch... Brudi, ich brauch... Ich brauch eine Ender-Chest. Gib mir eine Ender-Chest. Ich hab eine. Okay, warte. Bam. Müssen wir irgendwas machen? Warte, ich nehme meine Relikt. Bruder, wo ist das? Digga, wo hab ich das? Ich weiß nicht. Bruder, ich schwöre, wo hab ich die Relikte hingepackt? Bro, bei dich. Ey, bitte sag mir nicht. Da, ich hab's so ein Relikt. Ich hab's. Warte. Bruder, ich hab so viele Kisten. Schnell rein. Wie viele Minuten? 59 jetzt? Ja, 59, Bro. Warte, Sekunde. Okay, warte. Ey, ich seh's nicht. Schnell. Okay, warte, sag mir, wenn 12 ist. Okay. Oh mein Gott, Bro, ich bin so gespannt. Bro, Leute, es ist endlich soweit, das Sonnenrelikt wird aktiviert. Ey, noch 20 Sekunden. Okay. Bro, was passiert aber jetzt? Was passiert jetzt? Ich hab keine Ahnung, Brudi. Ich hab keine Ahnung. Hey. Zähl du laut. Okay, warte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 12 Uhr! Hä? Digga! Hä? Ist es irgendwie heller geworden? Bruder, es ist auch nochmal hell! Das ist so eine schöne Wärme. Digga! Ey, es ist unnormal hell geworden! Hey, Bro, aber ist es. Was bringt. Warte, es ist hell, das ist schön und gut und es ist. Spürst du die Wärme irgendwie auch? Bruder, es ist so.
Digga, es ist viel heller hier. Wir brauchen noch. Guck mal. Ja, ja. Guck mal, wenn du die Fackeln wegmachst, dann ist es trotzdem hell. Hä, hey, Bro? Guck mal, wie merkst nice. Du? Wir brauchen keine Fackeln mehr auf dem Boden. Guck mal, mach die mal ja. weg, die Fackeln. Es ist trotzdem weiter hell. Aber ich könnte dann. Ich glaube dann. Guck mal, Leute, sogar hier in der Ecke, es ist weiter hell, Digga. Oh mein Gott. Bruder, Digga, wie krass sieht das aus, Chat? Nee, das ist geisteskrank. Ey, Bruder, es ist wirklich heavy. Es sieht unnormal. Ich sag dir ehrlich, oh mein Gott, Bro. Ja? Weißt du, was wir jetzt machen können? Was denn, was denn? Wir können Warte endlich mal. Das dritte Tor öffnen. Das Warte letzte mal. Tor der Sonnenkrieger, Bruder. Wo, was, ey, Bruder, unsere OP-Skills. Was hat das hier alles zu bedeuten? Ey, Kiro, was, oh, Digga, nein, bitte, Bro. Ey. Leute. Ey, was, was soll denn? Das hier? Warum ist diese Burg auf einmal so wie eine Disco-Kugel erstrahlt, hä? Bruder, ihr habt eure Grafikkarte ist kaputt, Digga. Ich schwöre, was ist los mit euch? Ich glaube, dein Auge ist kaputt. Junge, mein Auge genau. sieht drei richtig komische Leute, Bruder. Das kann ich bezeugen. Ich habe ein Hühnerauge, das kann mehr sehen als du. Junge, du siehst aus wie Santa Claus, der sich als Hühnchen verkleidet hat. Was laberst du, Bro, Digga? Bro, lass dir mal was anderes einfallen. Geh mal auf Wikipedia oder so. Junge, ich werde das immer wieder sagen, Digga. Digga, nennt er mich seit 3 Wochen, Alter. Du bist so langweilig. Bruder, es ist... Aber wir sind aus einem bestimmten Grund hierher gekommen. Digga, es ist der 2. Juli, 12.05 Uhr, Digga. Und ihr labert hier. Seht aus wie drei irgendwelche verkleideten Halloween-Kandidaten. Und du hast keine Geschenke verdient. Ja, richtig. Steinchen, du bist wirklich sehr schön. Die anderen beiden. Bruder, ja, was willst du hier? Wir sind hier für was ganz Besonderes. Was meinst du? Meine Schalke? Ey, Bruder, warte mal. Hey. Nein. Sieht das aus? Hast du das DT? Nein, hab ich nicht. Ey, Jungs, ihr wisst, was das bedeutet. Steinchen. Was, Steinchen, hier, das machen wir nicht. Du bekommst keinen Kuss. Ey, Jungs, bitte, wartet mal ganz kurz. Wir haben die Festung eben gerade erst fertig bekommen. Bitte tut uns das nicht an. Das habt ihr ganz toll gemacht. Das habt ihr wirklich. Bitte. Das ist doch mein Zuhause. Was? Hä? Ey, nein, die anderen beiden. Ey, Jungs, hört auf! Jungs, bitte! Bro! Das reicht! Lass die TNT weg! Hä? Nein, das will ich mal nicht. Das ist mein Tempel und mein Zuhause! Hä? Was? Verschwindet gefälligst aus diesem Tempel! Bro, was geht mit dir ab? Meine Mama, die Geischi! Ja, dann geh doch zu deiner Mutter! Hä? Boah, erstmal alles abbauen, schnell alles ab, Bro. Du hast dich das anders überlegt. Hä? Nur was geht mit ihm ab? Boah, ich geh vor! Du hast gesagt, geh! Irgendwie. Ja, wir. Hä? Und dich hört man nicht mal, also geh du auch! Kiro? Bro, Kiro, geht's dir gut? Hallo? Hallo? Was war hier los? Wie, was war hier los? Warum wollten die unser Zuhause zerstören? Hä, was laberst du? Unser Zuhause? Bro, warte mal, geht's dir gut? Das ist doch hier dieser wunderschöne Sonnentempel. Sonnenburg, ja? Was laberst du, Kiro? Bro. Ich fühle mich sehr verbunden zu diesem Ort. Ihr habt hier wirklich ganz toll was gemacht. Das darf hier, das muss geehrt werden. Das darf nicht einfach so definitiv nie zerstört werden. Oh, was geht mit dem ab? Bin ich gerade im falschen Film oder was? Ich weiß auch nicht, Bro. Fiebertraum. Bro, was für Fiebertraum? Das gehört doch ja alles so. Das ist doch richtig so. Geht's dir wieder gut, Kiro? Mir, was denn? Das war noch nie was. Hä? Warte mal, Kiro, wer ist Schottauer? Ja, halt so ein Typ. Hä? Bro, Kiro, wer ist Schottauer? Das ist doch der Bruder von jemandem. Der Bruder von jemandem? Ich! Ich muss los! Oh nein, du hättest ihn nicht dran erinnern dürfen, glaube ich. Ich glaube, du hättest ihn nicht dran erinnern dürfen. Nein, Bruder. Was, Bruder, also irgendwie ist er wieder erwacht, wenn du weißt, was ich meine. Bro, das war nicht Shatter, aber das war Kiro. Kiro aber hat. Der hat gesagt, unser Zuhause. Kiro hat gerade die Höllenkrieger angegriffen und gesagt, lass das hier in Ruhe, greift nicht unser Zuhause an, Bruder. Bin ich im falschen Film gerade, Bro? Bro, ich sag's dir ehrlich, es ist 100% wegen der Essenz vom Sonnengott. Er fühlt sich vielleicht wie sein Zuhause. Alles hier.
War das Massau, der aus ihm gesprochen hat, Bruder? Das überlege ich auch gerade, ob es Massau war oder ob es Kiro war, Bro. Oder ob es eine Mischung vielleicht war, wenn du weißt, was ich meine. Bruder, der ist hier reingekommen. Er wollte erstmal. Er hat TNT. Bruder, er hat diese Kiste rausgeholt, hat TNT rausgenommen, hat dann TNT platziert, hat seinen Gefolgsleuten gesagt, ballert hier TNT hin, alle haben TNT platziert. Und dann plötzlich sagt er, hört auf, das ist mein Zuhause, fängt an, seine Leute anzugreifen und sagt zu uns, ja, ey, es ist das Sonnentempel, ich fühle mich verbunden. Bruder, in was für einem Film sind wir hier gerade? Bro, ich habe gar keine Ahnung. Also, ich habe wirklich null Ahnung, aber ich weiß nicht, Bro. Ob es jetzt, ich überlege, die einzige Frage, die ich mir stelle, ob es jetzt Massau war oder ob es Kiro war. Oder wer war das so? Wer das, wer hat Bruder, das egal, gesprochen? Egal wer das war, egal wer das hier gerade war. Hä? Bro! Was sind das für Geräusche? Was war das? Bro, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, wir werden gerufen. Du hast recht. Hast du nicht auch das Gefühl? Das Tor. Du hast recht, Digga, das Tor. Bro. Bro, wir müssen dahin. Folgst du mir? Mach dich bereit, ich folg dir, ich folg dir. Okay, let's go. Let's go, Bro. Warte, 1, 2, 3, 4 und let's go! Let's go. Leute, es ist endlich soweit. Das Tor wird geöffnet, aber was war das gerade für eine Aktion? Ich kann mir darunter gerade nichts vorstellen. Wenn ihr irgendwie eine Meinung dazu habt oder irgendeine Idee habt, was das eventuell sein könnte, dann bitte, 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 liebe, liebe Freunde, schreibt es jetzt bitte in die Kommentare, weil ich kann mir darunter nichts vorstellen, warum Kiro uns gerade gerettet hat. Ich meine, was hätte er denn für eine Absicht, uns jetzt zu retten? Theoretisch gar nichts. Er ist doch Shadowers erstes Mitglied, Shadowers linke Hand. Die linke Hand des Höllenlord. Warum zum Donnerwetter sollte er uns jetzt helfen? Ey, Freunde, ich bin euch jetzt ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich schwöre euch, ich habe keinen Plan, was das ist. Egal. Bro, es wird Zeit. Zitashi? Oh, ich glaube, der Typ muss noch ein bisschen herausfinden, wo wir hier lang müssen, oder? Bro, was geht? Alles gut, komm mit, schnell. Nee, Digga, wir müssen sofort dahin. Bro, ich bin noch so verwundert wegen dieser Sache gerade. Ich hab auch schon meine Zuschauer gerade gefragt, ja, wirklich, ja. Ey, ich sag euch, real talk, ich habe keine Ahnung, Brudi. Die Sonnenkrieger, also ich muss wirklich mittlerweile sagen, diese ganze Sonnenkrieger-Geschichte ist so krass, ne? Ja, die ist geisteskrank. Auf jeden Fall, die Zuschauer müssen Bro, uns jetzt mittlerweile helfen. Wir kriegen das nicht mal alleine hin. Massau. Ist wieder Massau. Liebe, liebe Grüße gehen raus an dich. Ruhe und Frieden, wer auch immer du warst. Aber wir haben auf jeden Fall die Festung fertig gemacht und ich danke dir für dein Vertrauen und danke, dass du uns ausgesucht hast. Und wir werden deinen Bruder auch befreien, versprochen, okay. Lass uns ins Königreich. Let's go, Bro, let's go. Spürst du schon die Aura, Bro? Bruder, spürst du die Spannung? Ey, warte, auch, warte. Können wir ganz kurz, bevor wir da reingehen. Durch, ja. Guck mal, ganz kurz darüber reden, was die Sonnenkrieger, wie heftig die ganze Geschichte war. Guck mal, ich habe damals einfach ein Buch unter Tobis Haus gefunden. Stimmt, dieses das weiß ich Buch, alles gar Bro, nicht. Bro, dieses Buch hat mich dann wirklich zu den Sonnenkriegern gebracht. Anschließend mussten wir anfangen, eine Festung zu bauen. Wir haben hier diese Ruine gefunden. In der Ruine habe ich den Sonnengott das erste Mal gesprochen. Dann hieß es, oh mein Gott, es gibt hier einen geheimen Ort, ein Tor, was sich geöffnet hat. Wir sind hierher gekommen und dann gab es die drei Tore. In jedem Tor war was. In dem ersten Tor war einfach ein Schach. Komm, bitte lass uns da nochmal kurz reingehen. Nur einfach, safe, einfach als Erinnerung, dass du das auch nochmal, das hast du noch gar nicht gesehen, Digga, da warst du das noch gar nicht da. Das Schachbrett, doch, das habe ich sogar gesehen. Bruder, und dann gab es einfach hier den, wir haben einfach wortwörtlich Schach gespielt, guck dir das mal bitte an. Boah, das ist geisteskrank. Digga, das haben wir dann fertig gemacht. Bruder, wir haben das dann fertig gemacht, Bro, und danach das andere Tor noch geöffnet, guck mal, hier das zweite Tor und dann, ich dachte so, was passiert hier und hier habe ich dann dieses Szenario gesehen. Und Shadower und Massau, als sie klein waren. Bruder, das war so krass. Und hier habe ich dann das erste Mal Massau getroffen. Dann gab es die drei Tore, Bruder. Ich muss jetzt auch noch die Sonnenscherben finden, damit ich das öffnen kann für die Schmiede. Da, wo wir ja letztes Mal waren zusammen. Und jetzt sind wir endlich da angekommen, Bruder, wenn du verstehst. Oh, war Massau immer, Bro. Ich sag dir, ich spüre die Aura so stark. Ich habe noch nie so eine starke, positive Aura gespürt. Wirklich, Bruder, noch nie. Ich sag dir ehrlich, jetzt wird's aber wirklich ernst. Bro, liebe Freunde, ich sag euch ehrlich, betretet dieses Tor, wenn ihr es würdig seid. Erst wenn ihr das Sonnenrelikt endgültig erweckt habt, dürft ihr dieses Tor der Sonne betreten.
Theoretisch gesehen müssen wir das mit Stace und Pish da machen. Aber, liebe Freunde, wir haben jetzt immer so lange auf alle gewartet und so. Und die sind so selten am Start gewesen, weil sie einfach privat viel zu tun haben, was halt einfach nicht falsch ist. Aber wir müssen Sue retten. Ja. Wir müssen jetzt so viele Sachen machen. Wir müssen einfach die böse Macht aufhalten, weil Shadower wird kommen. Und das ist einfach die einzige Möglichkeit. So, Bro. Dementsprechend, Bruder, ist auf jeden Fall ein Goldapfel. Bist du bereit, König? Budi, let's go. Wir öffnen jetzt okay. Das Tor und es geht los. Letztes Sonnentor, wir öffnen dich.